auf der Innovation at Domotex werden Sie sowas wie the best of the best sehen, idealerweise. Wir werden jetzt im November eine Jury haben in Hannover, wo wir aus den eingereichten Projekten verschiedene Hersteller aus allen Bereichen, die auf der Domotex ausstellen, die besten Projekte auswählen und prämieren. Und diese Projekte werden auf dieser Innovation at Domotex eben ausgestellt, und darüber hinaus gibt es auf der Domotex noch Guided Tours, die dann eben zusammen mit einem kleinen Team werden wir eben diese verschiedenen Hersteller besuchen und mit denen ein kurzes Gespräch haben und versuchen, die Projekte noch detaillierter vorzustellen. Die Innovationen, die am offensichtlichsten sind im Bereich der Bodenbeläge, sind auf der einen Seite natürlich die Innovationen, die sich direkt an den mittelbaren oder unmittelbaren sozusagen Nutzer richten. Es ist oft Verlegetechnik, es sind ganz praktische Dinge, die auch sofort einleuchten, die Wirtschaftlichkeit des Produkts erhöhen, die überhaupt gewährleisten, dass das Produkt vom Hersteller eine Chance hat, auf dem Markt erfolgreich zu sein. Und darüber hinaus gibt es Innovationen, die entstehen zum Beispiel durch eine besonders gute Gestaltung, durch eine besonders sorgfältige Materialauswahl, durch überragende Qualitäten im Design, Zusammenarbeiten mit Architekten und Designern, irgendwelche Lösungen erarbeitet worden sind, die über das einfache Produkt hinaus es schaffen, einen Mehrwert zu generieren, ein Erlebnis sozusagen. Also wir selbst arbeiten nicht als Architekten oder ganz selten. Kennen das aus Ausstellungen, wenn wir dann benutzen wir natürlich Böden, und wir wissen aber trotzdem, dass der Boden im Gegensatz zur Wand eigentlich noch viel wichtiger ist, weil die Wand kann man immer, neu streichen, das ist kein Problem, das kennen wir alle. Der Boden ist eine Sache, eine Investition, die auf sehr viel mehr Jahre ausgelegt ist, und von daher hat er so eine rein von daher schon eine sehr starke Wichtigkeit. Darüber hinaus ist auch der Boden derjenige Teil, der ist gestattet mit einer gewissen Oberflächen oder mit einer gewissen Zonierung sozusagen, dass man sagt, okay, in verschiedenen Bereichen benutze ich verschiedene Materialien, kann man Räume erzeugen, ohne Wände zu bauen. Und wenn man dieses Repertoire irgendwie beherrscht, ich glaube, da kann man wunderbare Architektur erzeugen.